Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt und den Weg zu uns gefunden habt, zu diesem Video. Dieses Mal werden wir hier gar nichts unboxen, sondern ich möchte euch mal meine Erfahrungen mitteilen zum Thema gebrauchte Modellbahnen kaufen auf verschiedenen Wege. Dazu habe ich hier einige Beispiele mal rausgekramt, die ich allesamt gebraucht gekauft habe mit den unterschiedlichsten Erfahrungen. Und ja, ich werde euch mal kurz die Stories zu den einzelnen Sachen erzählen und am Ende ein kleines Fazit ziehen und vielleicht auch noch ein paar Tipps geben, auf was man denn so beim Gebrauchtkauf von Modellbahnen achten kann und sollte. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit einer sehr schönen Erfahrung. Und zwar war das dieses Set hier, der Thalys 2 von Mehano. Den habe ich recht günstig über eBay Kleinanzeigen erworben. Die nette Dame hat mir sogar, ohne dass ich danach gefragt habe, noch extra Gleise mitgegeben und noch einen Pico Transformator. Das heißt, ich habe hier bei diesem Set mehr für mein Geld bekommen, als ich eigentlich wollte und bezahlt habe. Ja, und ihr seht es ja auch, der Karton ist noch in einem guten Zustand. Es ist alles enthalten gewesen. Alles drin, sieht noch gut aus. Der Test dazu steht noch aus, aber ich bin da zuversichtlich, dass hier keine bösen Überraschungen mehr kommen. Ja, also hier eBay Kleinanzeigen mit einer netten Dame, sehr gut. Dann gehen wir mal weiter zu diesem Set hier. Auch eine Startpackung. Hier leider etwas andere Erfahrungen, auch eBay Kleinanzeigen. Preis war auch ganz okay. Das kam heute an. Und ich schau mal, ob man es sieht von hier. Ja, vielleicht seht ihr es auch. Hier fehlen leider einige Waggons. Das war mir so nicht ersichtlich. Und zumindest, wenn man dem Bild hier draußen glauben kann, ist der Wagen, der dabei ist, auch kein Originalwagen aus dieser Packung. Ja, das ist ein bisschen schade. Hier zum Beispiel eine sehr schlechte Erfahrung. Wobei ich mir jetzt hier gar nicht mehr so sicher bin, bin ich daran schuld? Habe ich vielleicht den Text nicht 100% genau gelesen? Bei eBay Kleinanzeigen ist es ja so, dass die Anzeigen dann gelöscht werden, nachdem man sowas gekauft hat. Also hier fraglich, ob ich schuld bin und der Verkäufer hat es vielleicht nur irgendwo schön verpackt. Ja, keine Ahnung. Hier also negative Erfahrung. Dann gehen wir mal hier weiter. Hier haben wir einen Personenwagen. Den hatte ich bei eBay ersteigert. War als guter Zustand beschrieben und vielleicht seht ihr es hier schon. Das komplette Dach ist mit Flugrost übersät. Dann ist der Wagen mit Licht nachgerüstet. Sieht man ja hier ran. Das funktioniert nicht so richtig beim Fahrbetrieb. Und generell schlechter Zustand. Ja, da bringt auch ein günstiger Preis nichts. Sowas möchte man ja weniger in der Sammlung haben. Also hier auch eher eine negative Erfahrung. Dann haben wir die V200. Auch die hatte ich gebraucht bei eBay erworben. Das gute Stück sieht ein bisschen mitgenommen aus. Finde ich aber gar nicht so schlimm bei dieser Lok. Das passt irgendwie zu ihr. Ist ja auch schon ein altes Teil. Da finde ich ein paar Schrammen wirklich nicht schlimm. Aber hier haben wir ein großes Kupplungsproblem. Die sind alle nämlich verbogen gewesen. Damit konnte die Lok nicht fahren. Das habe ich dank euch, der Community, in den Griff bekommen, habe die ein bisschen zurechtgebogen. Allerdings kuppelt sie jetzt nicht mehr gescheit, muss getauscht werden. Also hier auch eher so eine mittlere bis schlechte Erfahrung, finde ich. Ja, dann haben wir diese kleine Lok hier. Die habe ich auf der Modellbahnbörse gekauft, habe sie nicht vor Ort getestet, hätte ich zwar machen können, aber der Verkäufer hat einen netten Eindruck gemacht, da habe ich sie einfach mal mitgenommen, war auch wirklich günstig. Ich müsste lügen, ich glaube ungefähr 25 Euro habe ich bezahlt, also wirklich günstig. Ist auch schon digital, fährt auch ganz gut, müsste mal wieder geölt werden, aber ansonsten eine gute Erfahrung, der Zustand ist schön, seht ihr auch hier. Die ist wirklich ganz gut erhalten. Also Sammlerbörse, sehr gute Erfahrung. Und dann haben wir hier noch ein letztes Beispiel. Auch eine Märklin Startpackung, die Nummer 2910. Die wird auch in Kürze hier veröffentlicht auf dem Kanal. Hier habe ich eine sehr gute Erfahrung gemacht. Das war auch eBay Kleinanzeigen. Der Zustand ist wirklich überraschend gut, obwohl es als gebraucht bezeichnet war. Es ist natürlich auch schon in Benutzung gewesen. Aber kaum verkratzt, sieht wirklich fast schon unbespielt aus. Und für das Alter ein wirklich guter Zustand. Zusammenfassend kann ich sagen, also meine eBay-Kleinanzeigen-Erfahrungen sind wirklich eher durchwachsen. Manchmal sind ein paar nette Überraschungen dabei. Im Großen und Ganzen ist jedoch fast immer irgendwas, bei dem man sich ärgert.
Vielleicht für die Abonnenten, die schon länger zuschauen. Die letzte Packung, die ich vorgestellt hatte, war die Nummer 29720. Hatte ich ja auch über eBay erwerben müssen, weil es das Teil so nicht mehr gibt, neu. Und da waren auch einige negative Überraschungen dabei. Die Lok war, obwohl es als neu verkauft wurde bei eBay, nicht wirklich neu. Die Kupplungen waren defekt. Ja, das war eher unschön. Und ja, wir haben halt hier auch zwei positive Beispiele. Aber ich denke, man sollte bei eBay schon sehr, sehr vorsichtig sein. Vielleicht, wenn man etwas penibel ist, besser auch nur bei einem Händler kaufen, wenn sich denn der Gebrauchtkauf gar nicht vermeiden lässt. Dort kann man das jederzeit zurückgeben in der Gewährleistungsfrist. Das müssen die Händler auch auf gebrauchte Ware leisten. Da wäre man auf der sicheren Seite. Was ich auf jeden Fall ziemlich bedenkenlos empfehlen kann, anhand von diesem Beispiel hier, sind Sachen von der Modellbahnbörse. Die kann man sich live vor Ort ansehen. Meistens sind ja auch Teststrecken aufgebaut, sodass man Loks problemlos testen kann, wenn man das möchte. Man kommt auch mit netten Eisenbahnerkollegen ins Gespräch. Würde ich jedem ans Herz legen, wenn sowas in eurer Nähe ist, geht hin. Wenn ihr was braucht, könnt ihr es dort kaufen. Die Preise sind meistens fair. So viel billiger werdet ihr es bei eBay auch nicht finden. Und dort habt ihr wenigstens die Gewissheit, was die Qualität und den Zustand des Ganzen angeht. Was ich noch als Tipp wirklich mitgeben kann, falls ihr dennoch über eBay, eBay Kleinanzeigen oder ähnliches etwas kauft mit Versand, dann wählt, wenn es geht, PayPal als Zahlungsart und zwar nicht per Freunde und Bekannte, sondern mit diesem Hinweis, dass es sich tatsächlich um einen Warenkauf handelt, denn wenn etwas richtig im Argen ist, kann man darüber über PayPal einen Klärfall eröffnen und gegebenenfalls mit Hilfe von PayPal hier eine Rücknahme erwirken oder gegebenenfalls auch einen Preisnachlass, wenn denn die Ware extrem von der Beschreibung abweicht. Ja, das dazu. Jetzt natürlich an euch, welche Erfahrungen habt ihr mit gebrauchten Modellbahnsachen, mit gebrauchten Loks und so weiter? Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Abo da und schaut bitte beim nächsten Video auch wieder rein.